Ja, willkommen zum nächsten C++ Tutorial. Diesmal, wie ja schon angekündigt, geht es so ein bisschen um den Speicher und wie das intern so etwas genauer aussieht. Und es wird auch um das sogenannte Alignment gehen, wo wir uns gleich mal anschauen werden, was das genau ist und warum es gut ist, das zumindest zu kennen. So, ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Es gibt eigentlich mehrere verschiedene Speichermöglichkeiten im Programm. Die beiden, die wir am ehesten nutzen, sind der Stack und der Heap. Der Stack sieht im Prinzip immer so aus, dass wir da immer hinten was drauf, also ja, Stack, Stapel ist ja schon im Namen. Man kann immer oben drauf was drauflegen und man muss da aber auch, wenn man darauf zugreifen will, immer von oben herab wegnehmen. Das heißt, ja, last in, first out. Das heißt, was zuletzt draufgelegt wurde, kommt auch als erstes wieder runter. Genau. Und der Stack wird unter anderem auch verwendet, wenn wir eine Funktion aufrufen, denn das Programm muss ja, wenn eine Funktion fertig ist, bei dem Return wissen, wohin es wieder zurückspringen soll. Und das ist die sogenannte Rücksprungadresse, die wir zum Beispiel auch auf den Stack gehauen. Und dann, wenn die Funktion wieder fertig ist, dann wird dann quasi dieser Funktionsstack, sag ich mal, wieder weggenommen und dann kommt dann eben, springen wir zur Funktion wieder zurück. Und wenn wir eine Variable in einer Funktion erstellen, dann ist das auch gleich auf dem Stack, also wenn wir die ganz normal erstellen. Ich möchte hier mal ein kleines Programm schreiben, wie man es theoretisch schreiben könnte. Und zwar machen wir eine kleine Funktion, getNum. Und jetzt erstelle ich hier mal ganz normal eine Variable, die hat jetzt mal den Wert 27, die nenne ich Num. Und die wird jetzt hier eben auf dem Stack erstellt. Und das bedeutet auch, nachdem die Funktion hier fertig ist, das heißt am Ende dieser Funktion, die ja hier zu Ende ist, wird diese Variable auch wieder gelöscht. So, jetzt können wir einmal sagen, okay, wir wollen jetzt diese Zahl zurückgeben und zwar als Speicheradresse. Klingt erstmal nicht unbedingt nach der schlechtesten Idee. Vielleicht kann sich aber auch der ein oder andere schon denken, dass da vielleicht zu Problemen kommt. Wir wollen jetzt hier auf jeden Fall die mal entsprechend bekommen in der Hauptfunktion. Das heißt, wir rufen hier getNum auf, natürlich mit dem ist gleich. So, genau, haben wir die Speicheradresse und jetzt können wir damit natürlich ganz normal arbeiten. Gibt hier auch keine Fehler oder ähnliches, das ist ganz schick. Scheint also alles super zu funktionieren. Wir geben das mal aus. Und wir sind natürlich wie immer sehr gespannt, was los ist, vor allem weil ich hier irgendwas schon wieder vergessen habe oder so. getNum, ah, wir haben vergessen, ja. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, was das hier sein soll. Ich will es natürlich return. So, und hier startet es. Ja, funktioniert einwandfrei. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Vielen Dank, nein, Scherz. Wir machen jetzt was anderes und zwar geben wir es nochmal aus. Funktioniert ja ganz normal, wird auch wieder die 27 rauskommen, kennen wir ja schon alles. Oh, Moment, was ist da los? Ja, ich würde sagen, das sollten wir mal erklären. Ja. Wie ja schon gesagt, diese Variable hier ist nur, und auch der Speicherbereich, wo die drin liegt, ist nur so lange gültig, wie diese Funktion hier aufgerufen wird. Sobald die hier fertig ist, ist sie nicht mehr gültig. Ist aber die Sache, die wird nicht sofort überschrieben durch irgendwas, sondern die wird quasi markiert als freier Speicher. Und sobald wir dann irgendwo freien Speicher brauchen, wird dann in diesen freien Speicher geschrieben. Und indem wir hier einen Funktionsaufruf haben von dem stdcout, wird quasi ein neuer Wert da reingeschrieben, denn wir sagen ja im Prinzip, der Speicher ist ja wieder frei. Und wenn wir es dann nochmal ausgeben, geben wir irgendeinen komischen Müll aus. Ja, und das ist der Grund, warum man sowas nicht machen sollte. Ein Weg drumherum wäre, wenn man das dynamisch erzeugt, das heißt mit new. Dadurch erzeugt man es gleichzeitig auf dem Heap. Auf dem Heap kann man mehr oder weniger beliebig viel speichern und wir müssen aber auch uns darum kümmern, dass wir den Speicher wieder freigeben. Mit Delete hatten wir ja alles schon gesehen. Ja, der Heap gehört mehr oder weniger uns und wir müssen eben auch schauen, dass wir hinter uns wieder aufräumen quasi. Genau, aber mit new könnte man das dann entsprechend umsetzen, weil dann ist es hier noch weiterhin gültig und wir müssen dann aber dran denken, hier irgendwo Delete aufzurufen. Ja, genau. Wollte ich nur mal als Beispiel zeigen, also wenn ihr hier eine Stack-Variable habt, niemals die Speicheradresse davon zurückgeben. Das Tückische daran ist, dass es eventuell beim ersten Aufruf noch funktioniert, weil sie dann noch quasi im Speicher ist, aber irgendwann ist sie nicht mehr drin und wenn ihr dann nochmal drauf zugreift, dann passieren ganz merkwürdige Dinge, die man so mehr oder weniger gar nicht nachvollziehen kann.
So, und jetzt wollen wir noch kurz, um über das Alignment zu sprechen kommen. Und zwar werde ich dafür mal, eigentlich können wir das ja löschen, diesen hässlichen Code hier. So, weg damit. Machen wir mal ein kleines Struct. Ich nenne jetzt mal Test Struct. Dasselbe Prinzip trifft auch auf Klassen zu, deswegen da nicht allzu sehr wundern. Ganz kurz kann ich auch darauf zu sprechen kommen, was passiert bei Vererbung. Wenn wir jetzt hier bei der Struct von irgendwas erben sollten, sagen wir mal eine Base Struct, die ich jetzt hier noch nicht erstellt habe, aber wenn, dann würden einfach alle Variablen, die wir in Base Struct drin haben, quasi hier rein kopiert. Ja, so kann man sich das wirklich mehr oder weniger vorstellen. Das wird einfach alles sofort oben reingepackt und dann können wir unten dran die von mir aus auch nochmal überschreiben oder ähnliches. Aber mehr oder weniger wird das einfach alles oben rangepackt. Ist es aber eigentlich auch nicht so interessant, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Wir wollen jetzt hier mal ein kleines Test-Struct erstellen. Erstmal mache ich das hier mit zwei Shorts, kann man mal speichern und ein Int. So, die sind alle mit S1, S2 und I1 benannt. So, und dann wollen wir mal hier ein bisschen was uns anschauen. Und zwar gebe ich jetzt hier mal die Größe davon aus. Das geht ja mit unserem Size of. Das heißt, ich sage hier mal Size of Short. So, solltet ihr wahrscheinlich schon wissen, wie groß es ist. Ich gebe es trotzdem mal hier noch zusätzlich aus. So. Dasselbe machen wir jetzt gerade mal hier noch mit Int. Das wird es auch noch mit ausgeben. Das geht natürlich genauso mit anderen Datentypen. Ich mache jetzt die nur mal als Beispiel. Und hier geben wir noch die Größe unserer Struct aus. Das könnte ja noch ganz interessant sein. Das heißt, wir haben hier Test Struct. Also ich schreibe jetzt hier Struct. Natürlich ist es nicht jede Struct, die so groß ist, sondern nur unsere Test Struct. So. Und dann führen wir es mal aus und sollten eigentlich nicht sonderlich überrascht werden, denn der Short ist 2 Byte groß, der Int ist 4 Byte groß und unser Struct ist 8 Byte groß. Denn wir haben hier 2 mal 2 Byte, also 4 Byte plus nochmal 4 Byte, 8 Byte, alles klar. Kann ich das Tutorial wieder aufhören? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Spannend wird es, wenn wir das mal auskommentieren. So, haben wir hier immer noch 2 Byte plus 4 Byte, 6 Byte, ganz klar. Führen wir mal aus. So, wir haben 2, 4, 6, Moment, wir haben 8, ja. Woran liegt denn das jetzt schon wieder? Ganz kurz, ich kann das noch ein bisschen weiter treiben. Und zwar machen wir das Ganze jetzt mal folgendermaßen. Hier machen wir noch einen Short. Hier machen wir noch einen Int. So, ziehen wir zusammen. Okay, wir haben hier 2 plus 2 sind 4 plus 4, 8, 12. Ja, okay. Sollte also 12 rauskommen, oder? Dann könnt ihr immer schon ein bisschen mitraten, was rauskommt. Hier kommt nämlich 16 raus. Ja, und woran liegt denn das jetzt schon wieder? Tatsächlich kann nämlich, ist es manchmal sehr praktisch zu wissen, wie groß die Structs sind. Und deswegen sollte man diesen Effekt hier kennen. Und generell will man natürlich die Größe von Structs und so weiter, wie gesagt, mit Klassen geht es genauso, möglichst klein halten. Ja, und das hier ist eben der Effekt des sogenannten Alignments. Ich kann jetzt hier das Short wieder hier reinpacken. Dann kann ich das eigentlich wegmachen. So. Wir haben immer noch die gleiche Anzahl an Variablen und so weiter. Und jetzt ist plötzlich tatsächlich nur noch 12 groß. Ja, woran liegt das jetzt? So, und zwar liegt es an dem sogenannten Alignment, wie ich ja jetzt schon mehrmals gesagt habe. Und zwar sind unsere Datentypen ja jeweils entsprechend groß. Die hier ja 4 Byte, die 2 Byte. Und in so einer Struct, wenn wir mehrere zusammenfügen quasi, hängt es immer davon ab, was ist quasi unser größter Basisdatentyp, den wir haben. In unserem Fall Int, der hat 4 Byte. Und das bedeutet, unsere Struct kann quasi immer nur 4 Byte, hat immer nur 4 Byte Blöcke quasi. Und wenn wir jetzt was Kleineres haben, wie ein Short, dann hat er nur 2 Byte. Das heißt, er füllt es nur zur Hälfte. Wenn danach noch ein Short kommt, kann er den da reinpacken, weil es derselbe Datentyp ist. Wenn aber was anderes kommt, wie zum Beispiel ein weiterer Int, dann würde der ja nach einem Short, würde das Int ja quasi zwischen so einem 4-Byte-Block liegen und das darf nicht sein. Das heißt, der Int muss dann, also quasi dürfen die nie über den Rand von so einem 4-Byte-Block drüber hinaus. Zwei Shorts passen in einen Block, das geht. Ihr könnt auch 4 Bytes, also 4 Chars machen, passt auch in einen Block. Aber wenn ihr jetzt eben einen Short und einen Int, das wird dann über die Grenze hinausgehen und das ist eben nicht erlaubt. Und deswegen wird der Int dann quasi mit 2 Byte Offset erst in den nächsten 4 Byte Block gepackt. Und deswegen war es so, als wir hier Short Int, Short Int hatten, hatten wir dann quasi immer Short nur 2 Byte genutzt. 2 Byte waren über, dann ein Int, dann wieder ein Short, wieder nur 2 Byte genutzt.
und dadurch hatten wir sehr viel ungenutzten Speicher. Und das will man natürlich vermeiden. Natürlich ist es heutzutage so, dass der Speicher in der Regel recht üppig vorhanden ist, aber dennoch in einigen Fällen ist es doch sehr interessant, speicherschonend zu arbeiten, sage ich mal. Und generell, die Lösung ist nicht schwer, denn wir müssen einfach nur quasi unsere Variablen der Größe nachsortieren. Das ist im Prinzip schon die einfachste Möglichkeit, das quasi möglichst platzsparend unterzubringen. Dadurch haben wir möglichst wenig Platz verschwendet und dadurch können wir halt speicherschonender arbeiten. Wir können tatsächlich, es gibt eine Methode, um das abzufragen. Die möchte ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Ich kopiere mir das aber, glaube ich, oder? Nee, ich schreibe mal einmal hier normal aus. Und zwar ist es dann das Alignment. Das können wir nämlich direkt abfragen auf Short. So, und dann haben wir hier die Funktion std alignment unterstrich off. Und dann müssen wir hier so eine eckige Klammer aufmachen. Oder so eine spitze Klammer nennt man die ja. Und sagen wir dann, welcher Datentyp das sein soll. In unserem Fall Short und dann noch Klammer auf, Klammer zu. Die Schreibweise, dass wir hier den Typ in solchen spitzen Klammern geben, wird uns in Zukunft noch öfters begegnen und wir werden dann auch in Bälde lernen, was es genau zu bedeuten hat. Jetzt erstmal ist es einfach nur die Art, wie wir quasi ja sagen, was für ein Typ das sein soll. So, wir werden die uns, wie gesagt, später mal in späteren Tutorials das noch genauer ansehen. So, und hier haben wir dann unser Teststruct. Hier sollte ich auch noch ändern, sonst ist es leicht verwirrend. Hier haben wir Int und hier haben wir unser Struct. So. Und jetzt haben wir eigentlich keine bösen Überraschungen mehr. Es ist einfach nur eine Art, wie man das abfragen kann. Wir haben hier eben das Alignment von Short ist 2, Alignment von Int ist 4 und hier Alignment von Struct ist 4. Wie gesagt, das ist einfach das größte Alignment da drin. Wenn wir jetzt hier ein weiteres Struct hätten, was dann hier drin eingebettet wäre, wäre dann dort das Alignment auch nur von den Basisdatentypen da drin. Oder wie gesagt, eigentlich ist es immer das größte Alignment von einem der Sachen. Und ihr habt ja gesehen, das Teststruct hat auch nur ein Alignment von 4, weil alle hier drin ein Alignment von maximal 4 haben. Das heißt, wenn wir eine weitere Struct haben, die so ähnlich aussieht und wir die da drin ablegen, dann haben wir eben auch nur das maximal Alignment von der. Und da wir keine Datentypen größer als 8 Byte haben, zumindest kenne ich da keine, höchstens sie sind halt irgendwie durch andere Sachen zusammengesetzt, ist quasi unser maximales Alignment immer 8. Aber wie ihr seht, häufig ist es auch kleiner. Genau, das wäre es zu Alignment. Wenn man das Ganze nicht kennt, kann es durchaus zu Verwirrung sorgen. Deswegen dachte ich, zeige ich euch das mal. Ansonsten wäre es schon für diesen Part. Ich kann mal schon wieder teasern, um was es im nächsten Part geht. Und zwar sehr wahrscheinlich um das Überladen von Operatoren, was ich persönlich sehr praktisch finde. Und dann werden wir uns wahrscheinlich noch ein kleines Beispiel dazu anschauen. Aber ja, bis dahin würde mich freuen, wenn du dann beim nächsten Part auch wieder dabei bist. Und ja, ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und ciao.